jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Frittenfett. Das schläft da einfach sofort. Nochmal bei dir versuchen. Der schläft einfach sofort. Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's um das ganze Thema Schlaf. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Mit diesem Stab und mit Schlaffett schläft wohl alles mit zwei Schlägen ein. Ich habe es jetzt nur bei dem Riesen bisher versucht. Wir werden gleich noch ein paar andere Gegner versuchen. Aber ich wollte euch erst einmal zeigen, wo ihr alles findet. Also den Stab, das zeige ich euch gleich. Das erste, was ihr braucht, ist natürlich das Handbuch, womit ihr Schlaffett überhaupt bauen könnt. Dafür geht ihr in Lyonia zum Haupttor der Akademie und reitet hier diesen Weg runter bis zum Händler. Beim Händler angekommen, könnt ihr dann das Handbuch von Fevor kaufen für 3500 Runen und damit könnt ihr Schlaffett bauen. Bei der Objektherstellung, wenn ihr dann hier runter geht, Schlaffett, dafür braucht ihr Wurzelharz und Trinas Lilie. Und die baue ich jetzt einmal mal. 7 Stück für das Video, um euch zu zeigen, wie crazy dieses Schlaf ist. Das nächste, was ihr braucht, ist die Waffe, die ich in der Hand habe. Die hat ein S-Scaling auf Arcan und Arcan scaled mit Schlaf. Wenn ich das richtig verstanden habe, gerne in den Kommentaren verbessern, falls ich da falsch liege. Aber so habe ich das verstanden. Umso mehr Arcan ihr habt, umso mehr Schlafschaden macht ihr. Oder umso mehr Wirkung von Schlaf. Und die Waffe bekommt ihr hier herabgestürzte Ruinen von des Seenlands, hier in Lyonia, genau in der Mitte. Und hier bei diesem kleinen Stein sind zwei Gegner, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit diesen Stab fallen lassen. Hier diese Typen. Vielleicht habe ich direkt Glück und krieg noch einen. Nein. Und du? Ah, du auch nicht. Egal. Jedenfalls, diese beiden droppen diesen Stab. Und ich zeige euch den einmal. S-Scaling of Arcan. Und ich habe 88 Arcan drauf gemacht. Dazu könnt ihr noch hier diese schicke Maske nehmen. Die gibt euch, Silberdrehmaske, die gibt euch auch nochmal 8 Arcan. Die bekommt ihr, wenn ihr Radan besiegt habt und nach Noxtella runtergeht. Bei diesem Bossfight, dort gibt es eine Mimik. Und wenn ihr die besiegt, dann kriegt ihr den schönen Helm. Ich muss das jetzt einfach nochmal hier bei so einem Riesen versuchen. Also Schlaffett drauf. Und dann L2 für den Wirbelhieb. Schläfst du? Er ist einfach direkt eingeschlafen. Du lässt mich ein bisschen in Ruhe. Boah, wie lange er schläft! Wie lange schläft er? Der eben hat ja nicht so lange geschlafen am Wagen. Ich schwöre mal vor, falls das jetzt hier 5 Minuten dauert, aber ich will testen, wie lange der schläft. Wie lange pennt der da jetzt? Aha! Okay, ich glaube, er wacht auf, sobald man sich ihm wieder nähert. Das könnte natürlich sein, ne? Dass wenn man danach kommt, dann wacht er wieder auf, aber ansonsten schlafen die unendlich. Crazy. Das, was ich mich immer frage, ist bei jeder Waffe, wie gut ist die gegen Drachen? Drachen gibt es in jedem Souls-Teil. Ich will wissen, wie gut ist Schlaf gegen einen Drachen? Hier sind jetzt 2, ich krieg bestimmt voll auf die Fresse, aber ich mache den Test für euch, damit ihr das nicht machen müsst. Ich will wissen, kann so ein Drache schnell einschlafen? So, das waren jetzt 2 Schläge. Ah, noch nicht. Schläfst du? Ich will, dass du schläfst, mein Jutzer. Schläfst du? Immer noch nicht. Schlafen vielleicht? Ich glaube. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ich weiß ja sowas alles immer nicht. Können Drachen vielleicht nicht schlafen? Weil dann ist der Test, den ich hier mache, ja nutzlos. Okay, mein Schlaffett ist vorüber und er hat nicht geschlafen. Können Drachen vielleicht nicht schlafen? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Wie sieht's denn hier bei meinen Lieblingsgegnern aus? Gegen den habe ich auch schon mal die St. Trinas Fackel benutzt. Da bin ich natürlich auch extrem gespannt. Oh, er schläft. Aber direkt wieder wach. Er schläft wieder. Ah, okay, er greift aber nochmal an. Dann schläft er und dann ist er direkt wieder wach. Okay, genauso wie bei der St. Trinas Fackel. Aber da schläft er direkt wieder. Oh, diesmal nicht eingeschlafen. Ja, da schläft er wieder. Aber echt immer nur kurz. Ist vielleicht auch ein Scheißgegner dafür, ne? Ein letzter, finaler Test. Wie stark ist die Waffe gegen so einen Geist? Schläfst du? Er schläft! Er schläft auch direkt ein. Ich glaube, gegen die Gegner ist die Waffe echt am besten. Also das Schlaffett. Aua. Aua. Schläfst du nochmal, mein User? Ah, ist irgendwie manchmal nicht so ganz eindeutig, wann die schlafen und wann nicht. Es gibt noch einen Test, den ich machen will. Unbedingt. Diese Baummenschen hier. Wie gut ist es gegen so ein Baummenschen? Ich hole jetzt auch mal die Bimik. Zack. Schlaf er drauf. Und jetzt will ich wissen, können diese Bäume schlafen? Avatar des Erdenbaums. Ah, bisher schläft er nicht. Okay, wir haben jetzt 5-mal getroffen. Sieht nicht so aus, könnte er schlafen. Oh, guck mal, die Mimik macht auch Schlaffett. Oh, das ist natürlich geil, Leute. Wenn die Mimik drauf macht, habt ihr immer noch die Mimik, die auch noch Schlaf macht. Okay, so ein Avatar kann auch nicht schlafen. Krass, wie viele Gegner können denn nicht schlafen in dem Game? Ja, Leute, lasst gerne mal in den Kommentaren wissen, ob es vielleicht noch andere Gegner gibt, wo man das richtig gut einsetzen kann. Bisher fiel mir jetzt nur dieser große Riese auf, aber der schlief halt echt mit 2 Schlägen. Schlaffett, wie gesagt, gibt es in Raya Lucaria, die Waffe gibt es auch in Illyonia, also viel Spaß damit, gerne ein Like auf das Video lassen, gerne den Kanal abonnieren und wenn ihr beim Community Run dabei sein wollt am 26., dann gerne den Twitch-Kanal einmal abchecken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.